So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir haben heute ein neues Stehen, ein neues Game am Start. Und zwar ist es Find Yourself. Und damit ich nicht alleine hier mit der U5 fahre, ist bei mir the one and only, die Legende, der Mann, Benny. Hallo! The fucking Brave. Mit am Start und supportet mich natürlich heute wieder als Backseat Gamer. Und er hat mir dieses Spiel empfohlen. Er hat gesagt, ich habe hier ein Spiel, hier hast du es, du musst es spielen. Es ist von Emika. Wir hatten bis jetzt von Emika schon mal ein ziemlich unterhaltsames Spiel. Es war Lock Up. Irgendwie oben ploppt mal kurz was auf. Sehr geiles Let's Play geworden, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt. Und ich würde sagen, fangen wir an, Benny. Yo! Let's do it! Die Mucke ist schon mal geil. Die Mucke ist richtig geil. Amico Games presents. Ein schmutziger U-Bahn-Bahnhof. Oh, Flash. Was ist denn hier schon wieder los? Ja. Ja, dann mach ich doch Musik mal ein bisschen leiser, der Ingame-Song. Alter, was ist denn hier schon wieder am Start? Warte mal. Okay, gut, hier. Also, das Tutorial ist cool gemacht. Ist schön integriert. Gefällt mir gut. Erinnert mich so ein bisschen an Splinter Cell. Aber bei Splinter Cell auch so? Oh, Alter. Also, was Emika ja wirklich kann, ist halt atmosphärische Games. Ja, da gibt's mal nix. Da gibt's mal nix. Irgendwie, das können sie gut. Das können sie gut. Was ist das hier? Left Maus benutzen. Machen wir das mal. Ja, da fällt doch glatt der Unterteller von der Tasse ab. Um 5.30 Uhr ist der Termin mit dem Psychotherapeuten. Auf ihn. Das machen wir, das haben wir. Und was ist jetzt hier aufgegangen? Ist jetzt hier ein Gullideckel aufgegangen oder sowas? Okay. Oh, hier geht's weiter. Guck mal da. Middle Mouse. Was ist denn das für ein Schatten? Maus fokussieren. Ein Hirschkäfermann. Ja. Okay. Oder mit E. Oh, geht das schon gut los hier. Ja, hier ist kein Telefon. Ah! Oh! Fuck you. Okay. Wir haben das Tutorial durchgespielt. Ich bin dafür, wie kann man denn schon so im Tutorial gefickt werden hier, Alter? Oh. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Mann. Das hört sich an wie S-Bahn Crash, keine Ahnung. Ja, als hätte irgendeiner S-Bahn Sounds aufgenommen und macht daraus so ein Industrial Song. Von Ministry. Ey, Benni, das ganze Spiel so mit diesen Jumpscares? Ist das so heftig? Monsters Among Us. Ich sag mal, ich hoffe nicht. Nee. Oh. Okay, wir sind. Niemand kann ein weinendes Kind beruhigen. Was war das denn gerade noch für ein Schlagsound? Ist das auch nicht. Und ich befürchte, dass das alles ganz schön laut eingestellt ist bei mir. Oh. Okay. So, können wir hier hinten die Tür öffnen? Mann! Oh Gott, Baby? Ist alles in Ordnung? Ich glaube nicht, dass das Kind da drin ist, oder? Ist ich hoffe es nicht, ich hoffe nicht. Ich würde mal sagen, I touched it hier. Was klopft der? Ey, das. Ich hab. Ich will mich nicht umdrehen.
Stand da nicht gerade noch eine Person? Ja, ja, stand sie. Aber die ist schon mal weg. Schön. Oh, oh, und der Kinderwagen ist weg. Oh. Nicht so schön. Oh. Was? Alter, Alter, das ist wirklich übel hier. Das ist wirklich übel. Okay. Geht sie ständig hin und her hin? Wow! Was war das denn? Da ist gerade was lang gehuscht. Oh. Oh shit. Was ist das? Was? Okay. Ich fühle mich nicht sicher. Auch nicht in meinem Zimmer. Ja, das. Oh, hier, guck mal. Kleiner Let's Player. kennst du sowas noch, Benny, was man früher so an den Schreibtisch gemacht hat? Warte mal, ich hab noch so einen Bleistiftanspitzer, glaube ich. Irgendwo. Ja! Das hat total Spaß gemacht, sowas. Ja! Muss mal gucken, so, ob ich das noch finde irgendwann. Ja, creepy shit. Ich würde mal sagen, ich sehe mich mal, ich versuche mal ein bisschen umzusehen hier. Ja, ja. Im Zimmer. So Pogo-Stick hier so. Boing, boing. Okay. Wenn es dunkel wird, benimmt sich Mama komisch. Na, das ist ja. Also eins kann ich schon mal sagen, irgendwie. Okay. Ja. Locked Up war schon. Oh, hier, Layers of Fear. Locked Up war schon ziemlich krass, das Spiel von Emika Games. Aber das, das ist schon heftig jetzt hier. Das ist nochmal eine Spur krasser. Also, was ich jetzt so vernehme. Also, alleine die ersten paar Minuten sind ja nicht vergleichbar mit Locked Up. Locked Up, weiß ich noch, da sind wir in diesem Raum gewesen, wo wir dann nicht irgendwie rauskamen und sowas alles. Und das hier ist, geht ja direkt los. Da ist ein Zettel übrigens an der Dings. Ich glaube, den kannst du dir durchlesen. Mama bestraft mich und schloss mich im Zimmer ein. Papa, komm bitte heim. Nachdem du gegangen bist, hat Mama angefangen, mich zu schlecht zu behandeln. Ja, schön. Ach, Mama! Mama, kann ich noch einen Keks haben? Wow, hast du gesehen, da war der Käfermann? Der Schatten vom Käfermann. Was ist Käfermann? Hier los? Keine Ahnung. Ahnung. Der Mistkäfermann, den wir vorhin im Tutorial gesehen haben. Der Hirschkäferjunge? Ja, genau. Ich schnapp mir mal kurz meinen Cowboyhut. Ich möchte kurz unterstreichen, die Musik, finde ich, passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu. Aber ich finde die irgendwie ganz cool. Unter deinem Bett, unter deinem Bett, unter deinem Bett, unter deinem Bett. Weil sie so ein bisschen clubby ist. Oh! Da stand wer? Oh Gott. Warum sind die Figuren noch immer da? Und wo ist die Leinwand? Oh Gott. Was? Wie? Was? Okay. Also, das Spiel heißt ja auch Find Yourself. Also, sind wir vielleicht... Wo sind wir überhaupt? Kann das einer erkennen? Also, das ist, Nein. Welche Stadt das hier ist? Gott. California. Jan. Ist ja auch total Wurst. Ja, wie gesagt, das Spiel heißt Find Yourself. Sollen wir vielleicht... unsere eigene, eine volle Schachtel Zigaretten, unsere eigene Vergangenheit aufdecken und herausfinden, was bei uns schiefgelaufen ist? Was würdest du sagen, Benny? So, ja, hier möglich ist es. Ein stilisiertes Kreuz, wir nehmen das mit. Ein, okay. Es ist quasi ein Gepäck-Verschwinde-Kreuz. Was war das? Also, ich habe keine Ahnung. Hier wird allein schon sehr viel durch Sounds gemacht und gewirkt. Irgendwie, das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig, irgendwie. Und jetzt so laut. Was?
Was ist los? Was, sag doch mal, was bist du das? Bist du das mit dem Geklacke oder macht dir jemand die Tür auf da hinter dir? Jeder versucht hier, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit der. Stop ahead. Da läuft wer? Wer läuft denn da? Oh. Oh nein. Was? Kann einer Rumänisch von euch? Dreh dich mal um. Mal gucken, was passiert. Oh, wow! Oh. Hey! Hey, du, na? Fahrkartenkontrolle? Oh, Benni. Ach, das ist schön. Danke. Danke für dieses Spiel. Sag jetzt mal, danke. Oh, ja, nicht. Also, nicht. Ich wusste, dass es nicht so easy ist, aber so schlimm wusste ich es jetzt nicht. Bitte? Bitte? Nee. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh. Bin ich das? Meine ganze Kindheit verbrachte ich allein. Oh Gott, Penny, nein. Tot? Nee, oder? Ah, das sind Schaufensterpuppe. Das sieht zumindest so aus wie eine Schaufensterpuppe. Das ist war keine Schau. Das ist so fucking laut, Alter. Das Shit ist so fucking laut. Oh Mann, Alter. Oh Gott. Kommt jemand hier? Ja, liebe Freunde von Emika Games, da ist auf jeden Fall. Guck mal hier. Ja. Reingeguckt. Ja. Oh, Akt 2. Don't be afraid of the dark. Ja, fürchte ich nicht vor der Dunkelheit. Das ist. Ich. Ja, nein. Ich weiß, irgendwas Schlimmes wird passieren, aber. Ah. Oh Gott. Kann man das? Warum ist hier eine Kette? Mach mal die ab! Ich brauche etwas zum Öffnen. Nimm deine Hände. Haben wir ein Menü? Keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. Was soll ich jetzt machen? Was denn? Ich weiß nicht. Ich denke, dass gleich irgendwas passiert, wenn ich hier durchrenne. So, wir brauchen irgendwas zum Öffnen. Hier war doch eine Krücke oder irgend so was, oder ist hier noch was im Koffer? Wir brauchen was zum. Entweder einen Schlüssel oder was zum Aufstemmen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen in einer Schockstarre. Ich kann dir nicht wirklich viel helfen. Schön, Benni. Du bist immer ein ganzer Gewinn für Team. Hesse da. Oh, hier. Was haben wir denn da? Werkzeugkasten. Ey, das ist mir egal. Wenn ein Kind da singt, ist mir Titter. Ich muss jetzt hier am Ende. Ich brauch den richtigen Schlüssel. Wer braucht den richtigen Schlüssel? Ich krieg eine Macke. Sag mal. Oh Gott. Jetzt steht da eine Puppe davor. Nein. Geh doch mal hin und sag doch mal Hallo. Ja. Nee, klar. Schön. Schau. Ganz schau. Ah, ist ein bisschen kopflos, aber ist okay. Oh. Ja, ey, wenn ich jetzt hier in dieser U-Bahn wäre, ich würde tot umfallen. Einfach nur tot umfallen. Nagetierhafte Totenstock, Starre und tot. Tot, einfach tot. Ja, so. Da bin ich gerade, ne? So. Diesem Starren. So. Was ist das da unten? Müll. Einfach nur Müll. Ne, Müll. Wir brauchen anscheinend einen Schlüssel oder irgendwas. Nüchte. Hat irgendeine Puppe hier? Hier, guck mal. Oh, was war denn jetzt gerade?
Ist mir egal, ist mir egal. Was ist? Was? Lass mich. Was? Was denn jetzt? Was? Come and play with me? Was sind denn die da? Keine Ahnung. Mach die Scheiße auf. So, Holzschneider. Die Stimme ist weg. Oh. Aufheben. Nein. Oh, Fahrgartenkontrolle. Ja, renn hoch. Oh, er kann nicht wegrennen. Der Weg muss frei werden. Wie denn? Ja, ja, drück. Ja, warte. Irgendwas, keine Ahnung. Geh da, Hauptsache, oh. Du bist weg. Mach auf den Ding. Was ist das für ein Game? Was war das gerade, Benni? Nein! Oh, oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Ja? Was? Hä? Was? Oh nein! Oh nein, Keller! Oh nein! Oh! Können wir hier mal Strom anmachen? Alle klar! Alle klar! You're not awake. Hä? Okay, wir schlafen. Oder was? Okay, alles klar. Also wir können tatsächlich sterben. Wir sind gecatcht worden von Mother. Okay. Oh, wir dürfen anscheinend, Mutti möchte nicht, dass das Licht aus ist. Oh, ja. Ja, so starker Tobak hier, das Ding, Alter. Mein lieber Herder. So, okay, alles klar. Also wir dürfen nicht an den Sicherungskasten gehen. Vielleicht dürfen wir uns auch nicht von Mutti erwischen lassen, oder was? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt so... Ja, was denn? Also ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, dass wir jetzt hier sterben... Dass wir sterben können. Es ist aber zugeschlossen. Hätten wir jetzt wegrennen können? Nee, eigentlich nicht. Die war sofort unten und hat uns sofort instant geditscht. Was denn? In meinem Zimmer sind Monster, doch meine Mama glaubt, ich lüge. Sie hat mich dafür in den Keller gesperrt. Ja, kein Mutter Wunder, des Jahres. Mama das Monster ist. Ja, aber. Okay. Wenn wir da jetzt nicht ran dürfen. Hier sind nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten. Also, sie hat uns in den Keller gesperrt. Mhm. Denn sollen wir jetzt hier entkommen oder sollen wir jetzt nur ein gewisses Ereignis triggern? Und können wir die Tür aufmachen? Ja, was ist hier los? Warum ist das hier so? Ja, du hast jetzt ja den Zettel gefunden mit dem Hinweis, ne? Ja, genau. Warte mal. Guck mal jetzt nach links unter die Treppe. Geh mal zurück. Ist das zufällig? Ja, Portal in die Anderswelt? Keine Ahnung. Oh, ich jetzt mal jetzt. Ach so, das war... Nee, aber die ist ja sofort da gewesen. Nee, ich mein, das sieht jetzt... Oder? Nee, sieht das jetzt nicht anders aus? Achso, ich kann jetzt hier auch nicht rausheben, ne? Nee. Kannst du nicht? An der Seite jetzt raus? Kannst du zur Seite nicht raus. Doch, hier kann ich raus. Weil, da und steht auf einmal ein Schrank. Das ist ja fies. Das ist ja krass. Das ist krass gemacht. Ich guck mal, ob ich die Tür oben aufbekomme. Ja. Oh, Crowbar. Hallo schon mal. Das stinkt schön. Guck mal aber nicht rein. Super. Nee. Oh Mann. Ja. Ja, okay. Sieht das jetzt nochmal verändert? Ja. Okay. Ja, haben wir jetzt noch ein paar Regale bekommen. Ah, das heißt, du musst... Können wir jetzt... Fuck you. Bigfoot! Jawohl. Und was ist das hier für eine Scheiße? Goblin? Nee, ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einen kaputten Fuß.
Weil er hat einen Verband um seinen Fuß. Oh, ja. Ja. So, okay, das war nix. Was passiert, wenn du jetzt nochmal irgendwie seitlich reingehst? Warum ist da... What? Klar. Oh. Wie? Was? Bleib mal cool. Bleib mal cool. Was ist da drin? Da sind Schlösser. Zwei Schlösser. Ja, was ist da drin? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Gibt es wieder irgendwelche Schlüssel in den Puppen? Genau. Ja, ich gucke nochmal. Schlecht zu erkennen, aber wir waren so alles so ein bisschen übergrillt. Aber ich denke, der Schlüssel wird nicht bei den Puppen sein, sondern wahrscheinlich hier irgendwo. Das ist ein neuer Zettel. Seitdem ich mich erinnere, hat sich meine Mutter komisch verhalten. Ja. Diese. Das haben sie doch schon bei Locked Up gemacht mit dem Ball. Ja, ja, das ist wahrscheinlich der Locked Up, das Easter Egg. Knirsch. Was ich auch noch vermisse, ist der Hasi. Hasi kommt bestimmt noch. Oh Gott. Warum sind jetzt die Mannequins weg? Warum ist er jetzt ein. Also, ich sag mal, ganz dezent, ich bin dezent gestresst. Aber ganz dezent. Oh Mann! Scheiße! Oh Mann! Da ist Mami! Guck mal! Da ist die Mami! Hat die uns eiskalt eingebaut? Ist die. Die hat jetzt mal Bratzo gemacht. Die Frau im blauen Kleid flüstert dir zu, sei stark, mein weißer Ritter, es warten Kämpfe im reichen Ländereien auf dich. Klar! What we gonna do? What should we do? Oh nein. Alter. Oh Gott. Ich werde Mama beweisen, dass ich kein Lügner bin. Ich muss über mein Verhalten nachdenken, aber hier bekomme ich nur Angst. Ja, ist ja kein Wunder. Mach schon, schnell. Einen Ausweg finden. Da war bei den Mannequins. Was? Da hast du das zum Glück nicht gesehen. Alter, da stand ein Mann mit einem Hemd, Mit einem Hemd? Ein Mann mit einem Hemd? Na, mit so einem Bauarbeiterhemd. Du hast aber nicht mehr hingeschaut, du hast weggeschaut. Ja, das ist manchmal muss man noch einfach wegschauen. Ja. Teddy? Ja, geil. Teddy! Ja, Akt 3! Das ist ja toll! Ah, der große Spaß! Wow, that was funny! Was? Well, that is funny. Yep, couple of dancing noobs. Alright. Yeah. Ist, Alter. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie scheiß laut das über die Kopfhörer ist, ey. Also, es ist halt wirklich. Okay. Ich insistiere an dieser Stelle. Muss ich jetzt wirklich spielen? Ja. Also ich kann es definitiv nicht spielen. Das ist zu heftig für mich. Also die Jumpscares sind wirklich übel hier in diesem Spiel. Wirklich, wirklich ganz übel. Meine Nachbarn werden mich hassen. Hallo, Rock'n'Doodle. Doodle. Oh.
Also entweder hat sie im Zug oder meine Nachbarn klopfen gerade. Also ich hab's auch gehört, das war anscheinend im Zug. Oh, schön. So ein spaßiger Kinderlachen. Ist doch... Ja, schön, schön. Oh nein. Nee, oder? Oh. Ich räume die Zähne zurück. Oh, Clowny Clown! Oh, fuck! Oh nein. Du musst mich umschauen. Hey, Hide and Seek mit dem Clown. Nein, Alter, ich schätze wirklich. Also ich gehe von aus, wenn der Clown dich sieht, wird er dich verfolgen. Ich weiß nur nicht, wer schneller ist, ob du oder der Clown. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er ist an einer verlassenen Jagdhütte im Außenbezirk der Stadt neben einem Park gefunden. Dem Jungen zufolge wurde er von einem als Clown verkleideter Mann entführt, während er mit seinem Vater im Urlaub war. Das ist ja fürchterlich. Ganz fürchterlich. Was haben wir denn hier Schönes? Nicht? Ich habe vor 6 Tagen in einem Käfig gelebt. Ach, schön. Ich habe im Freunde Spielzeug, Ass und Essen mitgebracht. Freunde Spielzeug und Essen mitgebracht. Er wollte ein ihm im richtigen Vater sein. Was? Damit es ihm immer gut geht und er glücklich ist. Ja, wir haben so ein bisschen Probleme mit dem Haar und nicht Haar bei ihm und ihm. Ich habe alles daran getan. Dafür getan. Die anderen Kinder haben sich böse verhalten, nur deswegen musste ich sie beruhigen. Ich verstehe gar nicht, warum sie mich einen Verrückten nennen. Kinder lieben doch Clowns. Ja, ne? Schön. Das ist ganz toll. Was haben wir denn noch hier? Können wir mitnehmen? Kinder lieben Clowns. Also ich kann schon mal behaupten, ich als Kind mochte keine Clowns. Also vor allen Dingen so eine Clowns. Naja, so eine Clowns erst recht nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir hin sollen. Also... Ich würde mal sagen, hier vielleicht irgendwo, da wo die Planken so hochgehen. Da müssen wir einfach ihn umlaufen. Wer hat den Bolzenschneider auf der Schaukel gelassen? Ich muss ihn holen. Nein, da geh doch ran. Geh doch ran, na. Auf welcher Schaukel denn bitte? Heck. Jetzt kommt er von der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt ist der Hase-Effekt. Scheiße. Ah, okay. Mist. Ist aber eine sehr, sehr verspielte Art, umzukommen. So miep, 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 miep. Als wenn er zensiert wurde. So. ja, schade. So, okay. Ich schaue mich mal kurz am Riesenrad um. Vielleicht findet man da auch etwas anderes noch irgendwie. Ich denke mal, dass das mit dem E-Bolzenschneider nicht gemacht ist. Aha, wo ist er? Interessant, jetzt läuft er da hinten hin. Aber hier kannst du jetzt hoch. Okay. Soll er einsteigen? Zu dem, in den Reason Red? Wo ist er hin? Jetzt da hinten ganz in die Ecke laufen. Oh ne, da. Da ist er. Also wir müssen irgendwie den Bolzenschneider kriegen. Das hat nur so... Wie ist der Weg? Wohin müssen wir gehen? Where we go? So ein Shit. Aha. Oh, okay. Du brauchst eine Sicherung. Okay. Wir brauchen eine Sicherung. Weil dann dreht sich das Ding weiter und wir kommen dann ran. Alles klar, gut, okay. Achso, deswegen musst du eine Sicherung wahrscheinlich aus dem Riesenrad nehmen.
ist, wo ist hier der scheiß Sicherungskasten? Ja, bestimmt, wenn du... Ja, vielleicht hier. Nicht. Okay. Und wir brauchen erstmal einen spitzen Gegenstand. Wo kriegt denn jetzt hier was Spitzes her? Irgendwo was auf den Bänken. Da ist eine Puppe, guck mal, da ist was Spitzes. Das sieht auch gar nicht verstörend aus. Okay. Okay, wir haben einen Plan. Oh, der Ding auf. Ja, jetzt ist er. Jetzt hat er. Jetzt ist aber Clowny bestimmt. Jetzt hat er Bock auf uns. Was ist denn das? Keine Ahnung, versucht sich da. Ich kann sagen, guckt sich irgendwelche Schrauben da an und der Clown ist erstmal hinter uns her. Oh, was ist denn das hier? Da ist ein Bolzen. Ist doch geil. Oh, Ist aber auch wirklich schaurig. Okay, aber Clowny scheint nicht der Hellste zu sein. Das ist schon mal ganz geil, eigentlich. Aber, ne? Wollen wir einen Teufel in der Wand malen? Ich wollte gerade sagen, unterschätzt ihn mal jetzt nicht so. Auf einmal steht er hinter dir und sagt: ja. Hallo! Ding. Ja, das hat ihn jetzt bestimmt nicht zu uns gejagt. Der dauert. Okay, er ist wirklich nicht der Hetze. Man nannte ihn auch Krusty the Clown. Ich weiß nicht, ob das so die cleverste. Naja, zwischen den Schaukeln kann er nicht durch, hoffentlich. Oh, er ist aber flink. Er ist flink. Ah, komm. Yippie-yummi, Junge. Sprintest du schon? Ja, ich shifte schon. Sieht aus, als ob du geduckt rennst. Deswegen. So, okay, los. Jetzt mal auf das Ding. Mach doch nicht so spannend, Mann! Ach toll! Ach toll! Ach toll, Alter! Oh Gott! Mutti! Was, Mama? Mutti, jetzt sind die Jute! Mach mal einfach Tür zu. Ja, kannst du nicht. Jetzt soll nicht wirklich rein, oder? Ich will da nicht rein, aber das ist halt. Schöne Friese hat Mutti. Ich geh mal woanders hin. Ich denke mal, das werde ich nicht ausmachen dürfen. Teuflische Todesmasken, super. Oh, ist aber auch wirklich schöne Kinderzimmer hat er. Schöne Kinderzimmer hat er. Hier muss ich eine Falle für die Monster aufstellen, aber dafür brauche ich eine Glocke und ein Seil. Hier war ein Seil. Take it. Oh Mann, warum ist denn das immer so scheiße? In dem Zimmer von Mama war, glaube ich, eine Glocke. Oh, ist ja super. Ist ja super. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Mann, Benni, Alter. Ey, oh, bitte. Nein, was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Mutti. Lass mich hin. Wo war denn jetzt hier eine Glocke? Was liegt da vorne? Das rote? Da? Nee, das ist Nagellack, oder? Da ist die Glocke. Ja. Na dann. Lass mich einfach, Mutti, lass mich einfach. Ich komm hier einfach bloß die Glocke und bin weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich war tot unterm Bett. Nein, nein. Nee, was denn ist? Kann ich hier über das Bett? Oh nee, du musst dann hier vorbei. Oh. Oh.
bin mir ist echt nicht wohl bei dem Spiel, wirklich. Das ist mir ja wirklich, das gibt mir anscheinend eine Substanz. Was mir? Oh, muss ich erstmal zu berühren und erstmal eine Wanne machen. Ah, nein, ich mach keine Wanne. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, ich wollte eine Wanne einlassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh, so, ich mach mal einfach eine. Oh. Alles fertig, ich muss zurück in mein Zimmer. Ja, ich geh einfach zurück in mein Zimmer. Los, komm, mach Tür zu. Los, hier, Bett, schlafen und aus, Ende. Verfatzt da. Oh. Ja? Drei Stunden später. Gott. Alter! Sonic? Ja? Ich weiß nicht, ob ich schon... Ich mach mal Flashlight an. Oh, Scheiße. Ja, geil, Clown. Guck mal, wir haben Monster gefangen. Jetzt holen wir uns. Ah, wo ist er? Oh je. Ja. Vielleicht auch nicht. Alter, ist das... Alter. Das ist schon echt übel intensiv jetzt hier. Was geht denn hier ab, Alter? Aha. Ja, und okay. Wir sind wieder im Keller. Okay, also wir haben unsere Mutter getötet. So, das sieht doch erstmal nicht schlecht aus, Arbeit. Okay. Haben wir jetzt wirklich unsere durchgeknallte Mutter getötet? Und vernageln die jetzt hier hinter der Wand, Arbeit? Madness okay. Ends. Das kommt mir aber noch nicht vor, wie Ende des Wahnsinns hier irgendwie. Und warum immer in der U-Bahn? Was hat das denn mit der U-Bahn zu tun, Benny? Na, wir schlafen ja. Was ist passiert? Was ist hier los? Was passiert hier, Pfaff? Dreh dich nicht um. Na denn? Run. Okay. Ja. Tot. Oh, Gänsehaut. Tod ist der einzige Ausweg? Ja. Mach ich die ganze Zeit schon. Warte, was geht denn ab hier, Alter? Kann ich die hier wegpacken? Nee. Ja, ich bin ratlos gerade. Ich bin geschockt und ratlos. Ich hab bis jetzt versucht, dem Metro aus dem Weg zu gehen. Ja. Damit ich mit meinen Ängsten nicht konfrontiert werde. Okay, alles klar. Und jetzt... dem Metro. Ich weiß jetzt nicht, die Damen und Herren von Imika Games irgendwie, aus welcher Ecke die kommen. Aber ich denke, sie werden wahrscheinlich so eher aus dem osteuropäischen Bereich kommen, wenn nicht sogar irgendwie noch weiter östlich. Und dafür muss ich aber sagen, ist die Übersetzung bis auf die paar kleinen Fehler eigentlich nicht so schlimm irgendwie. Also, ist mal manchmal so ein bisschen irritierend, wenn man es liest, ne? Irgendwie, wenn man sich dann auch irgendwie verhaspelt, weil man denkt, man hat sich gerade verlesen. Aber
Ansonsten ist das schon echt ordentlich gemacht irgendwie. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare hauen, irgendwie, ob euch das Spiel beim Zusehen genauso mitnimmt, wie wir dies jetzt hier gerade spielen. Aber das ist halt wirklich, als Spielender ist das echt heftig. Wirklich heftig. Etwas Fuck you! Ja. Ich hatte Angst vor nicht realen Monstern. Es war nur meine Einbildung. Ich wollte nicht daran glauben, dass meine Mutter ein echtes Monster war. Ja, war es aber. Eduardo. Ach du Scheiße. Clowny-Clown. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde in einer verlassenen Jagdhütte im Osten, das hatten wir schon gelesen. Von Clowno McClownigans. Okay, gut. Aber was hat das jetzt mit der U-Bahn zu tun? Was... Haben wir uns vielleicht vor die U-Bahn geworfen? Wer sind diese Menschen dort? 2 Patienten flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie stellten sich als verheiratetes Paar vor. Da. Sie wirkten vertrauenswürdig, doch konnten andere gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und meiden Sie den Kontakt zu diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei an, wenn Sie den Verdächtigen sehen. Den, ja, ne, diese kleinen Google Translate. Oh, Steven und Nancy! Nice! Das ist der scheiß Clown. Ja, das ist schon echt gut gemacht, irgendwie. Das ist schon wirklich finster. Die rote Sonne erhellt den Weg des weißen Ritters. Es wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt. Die Frau in einem blauen Kleid flüstert ihm zu, sei stark, mein weißer Ritter. Es warten Kämpfe und reiche Ländereien auf dich. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er die Lande befreien konnte. Dazu muss er in das dunkle Land zurückkehren und die schwarze Hexe besiegen. Und er hat es getan. Dann schien die Sonne mit einem hellgelben Licht und befreite jeden Winkel des Landes von der Dunkelheit. Ja, mach mal ein Foto von ihnen. Von der Seite jetzt hier. Weil ich denke mal, wir werden jetzt gleich irgendwo Symbole ordnen müssen. Hab ich schon. Gut. Good boy. Okay. Oh Gott. Okay. Also, the red sun. Lights up. Was? Jetzt muss ich mal hier kurz mitnehmen mit Mikrofon. Lights up the path of the white knight. Okay. Jo. Also, soll ich jetzt diese Buse drücken? Drück da mal diese Buse. Gut. So, und the white knight wäre das da, genau. Mama? I'll be able to find a way to the follower against the black darkness. The black darkness ist quasi genau das da. A woman in a blue dress. Da lag gerade ein blaues... Nee, was ist da blau? Blue dress? Nee, warte mal. A woman in a blue dress. Ja, stimmt, genau. Sehr gut. Whisper to him, be strong, my white knight. Da gab es dann nochmal dieses White Knight-Symbol. Wo auch immer das jetzt zu finden ist. Das sieht da nicht aus. Da hinten, das Ding da. Genau, ja, da. For there is a struggle ahead of you for the green meadows. Also ein grünes Meadows, was da rechts ist. Also, das hier. Genau, das hier. Gut. The knight found a way out how to free the follower Minos. To do this, he needs to return to the dark land and defeat the Black Witch. The Black Witch at least what he is. Nein, was? Oh, okay. Doch, das war die end he did. Okay, then the sun grün und zum Schluss gelb, oder? The sun shone a bright yellow light. Das ist rechts. And freeing every corner of the green earth. Das war das da, genau. Aha. Okay. Ey Junge, du kannst hier nicht pennen mit offenen Augen. Du Freak. Das sind wir. Also ich denke, das sind wir. Ja, ja, bestimmt. Doktor. Peter, du bist heute dazu bereit, über deine Kindheit zu reden?
Oh. Nein? Von klein auf war mein Leben die Hölle. Nachdem meine Mutter verschwand, musste ich in ein Waisenhaus. Niemals habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Hast du immer noch diese Albträume? Gay. Im Waisenhaus haben meine Albträume endlich aufgehört. Ich machte mir immer Vorwürfe, dass ich meine Mutter getötet hatte. Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Schmerz gelebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass es die entkommenen Psychopathen waren, die meine echten Eltern töteten, als ich noch sehr jung war und unser Leben damit übernahmen. Wie hast du das herausgefunden? Heute, nach so vielen Jahren, stürzte ich mich in die Astralebene. Genau. Und habe alles gesehen, was mit mir geschehen ist. Naja, denn? Und dort hast du sie getroffen? Und was ist dann passiert? Jetzt kommt da gleich noch ein beschissener Jumpscare. Ich habe sie besiegt und mich von meinen Ängsten befreit. Und mir wurde klar, dass ich mich damals als Kind gerettet habe. Hä? Wie? Was? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Da ist der Käfermann, oder? Nee, wir sind der Käfermann. Ha! Das ist ja geil. Okay. Ja, ja. Nice. Ah, Reshitnikov. Alexander. Ja, krass. Alter. Heftiger Shit. Chapeau, Freunde. Chapeau, Freunde von den Mega Games. Chapeau, Alexander. Also, das war mal wirklich krass. Und das war wirklich mit Abstand echt das Krasseste, was ich in der letzten Zeit gespielt habe. Eine Sache liegt mir persönlich noch ein bisschen am Herzen. Und das ist jetzt auch sehr passend irgendwie, weil es gerade ein Spiel dieses Entwicklers ist. Es ist ein echt nicht so geiler Trend derzeit unterwegs und vielleicht schon auch seiner viel zu langen Zeit, dass Leute, die sich über Plattformen wie Steam zum Beispiel halt Games ziehen, irgendwie von kleinen Entwicklern, halt wirklich von Leuten, die das halt allein gestalten oder sich irgendwie wirklich jahrelang abrackern, irgendwie das zu realisieren, irgendwie was sie als Spiel im Kopf haben, dass Leute sich die Games halt für echt nicht viel Geld besorgen, irgendwie das halt kurz zocken. Und das dann reklamieren. Das dann einfach wieder irgendwie zurückgeben. Irgendwie und sich die 3 Euro, die sie halt dafür investiert haben, wieder sich auszahlen lassen. Das finde ich ist der absolut falscheste Weg irgendwie. Gerade Mika Games, glaube ich, zum Beispiel irgendwie, die haben jetzt gesagt, hey Leute, wenn der Trend so weitergeht, werden wir hier keine Spiele mehr publishen. So einfach ist das. Das hilft keinem irgendwie und das, naja, ich weiß nicht, irgendwie. Also ich würde mir echt wirklich wünschen, dass da der Trend in eine andere Richtung wieder geht. Und dass wir halt einfach mehr so eine Spiele haben. Und halt auch zukünftig irgendwie, dass die Leute Bock drauf haben, sich hinzusetzen und sowas zu programmieren. Ne? Und sowas entstehen zu lassen. Für uns. Die es nachher letztendlich halt in Anführungsstrichen genießen dürfen. Irgendwie. Ja, ansonsten kann ich nichts weiter jetzt dazu sagen. Irgendwie, ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Die Moralpatsche kam, wie bei Masters of the Universe. Und jetzt kann ich nur sagen, Leute, abonniert den Kanal irgendwie, aktiviert die Glocke, um nicht noch weitere Videos von uns zu verpassen. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, zeigt, dass ihr da wart. Hinterlasst Spuren, ihr Lieben, und lasst ein wenig Liebe da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao. Ciao.